Hier haben wir die L'Oreal Lens Cap. Die werde ich jetzt mal einfach hier in diesem Film kurz erklären. Da gibt es eigentlich nicht wahnsinnig viel zu erklären. Bevor man die also benutzen kann, muss sie natürlich logischerweise erstmal an einer Kamera angeschlossen werden. Dazu entfernt man einfach hier das Objektiv, was da drauf sitzt. Und dann ganz wichtig, da bin ich beim allerersten Mal drauf reingefallen, auf der Rückseite, da ist hier vor der Linse ein blauer Aufkleber, den man natürlich dann entfernen muss. Den kann man auch dann wegwerfen, den braucht man nicht wieder. Und den kann man natürlich auch drauf lassen, gibt bestimmt nette Effekte, aber ich würde davon abraten. Dann wird das Ganze also hier einfach an der Kamera befestigt. Zack, ganz normal, bis es einrastet. Und jetzt haben wir hier etwas schief, muss man ein bisschen gerade machen. So, jetzt die L'Oreal Lens Cap befestigt. Ist im Endeffekt eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Hier unten an dem Drehrädchen wird einfach die Blende eingestellt. Wie man sieht, sehen Sie hier oben auch, wie dann bei Blende 8 zum Beispiel jetzt gegenüber 5,6 die Blende kleiner wird, Blende 16 noch kleiner, Blende 32 und Blende 64. Wenn Sie mit allem fertig sind, mit Fotografieren und erstmal nichts mehr machen wollen, dann drehen Sie doch einen Tick weiter und dann sehen Sie, da ist gar keine Blende mehr. Das ist natürlich auch ganz wichtig, damit die Blende bzw. die Linse in der Lens Cap nicht beschädigt wird, nicht verstaubt und so weiter. Das Ganze ist stufenlos drehbar, also egal in welche Richtung, da kann ich also nichts falsch machen. Hier fangen wir dann wieder mit 5,6 an, Blende 8 und so weiter. Ja, das war es eigentlich schon zum Handling von der L'Oreal Lens Cap. Kann natürlich nach dem Fotografieren einfach draufgelassen werden, zack, und ist dann über die Verschlussblende, nenne ich jetzt einfach mal so, ist sie dann natürlich auch abgesichert, kann auch kein Staub reinkommen. Davon mal abgesehen, es kann eh nicht reinkommen, da ja auch die Linse davor ist. Das dient also allein zum Schutz der Linse da drin. Jo, da war viel Spaß mit der L'Oreal Lens Cap. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt irgendetwas vergessen habe. Wie gesagt, ganz einfache Geschichte, aber halt eben unheimlich kreativ, macht unheimlich Spaß damit zu fotografieren. Viel Spaß damit!